Herzlich willkommen zum Vortrag im Historischen Archiv Böhm im Archiv Bestände. Erster Teil, die amtliche Überlieferung. Es geht erst einmal ganz grob um viel Text, Verwaltung, alles das, was amtliche Überlieferung halt so ausmacht, und dann kommt so gegen Ende ein bisschen mehr Archivalien und Böhm. Kommunale Überlieferung zum städtischen Raum bauen ist breit gefächert, und amtliches Schriftgut bezieht sich auf dasjenige Schriftgut, das in der Verwaltung der Stadt Köln entsteht. Das ist egal, ob es analog oder digital ist, ob das eine klassische Verwaltungsakte ist, ein Plan, eine Karte, ein Fachverfahren, Dokumentenmanagementsystem. Das ist alles amtliches Schriftgut, und das findet sich zahlreich in der Verwaltung zum Thema Bauen und ist originär kommunales Schriftgut, wobei zu kommunalem Bauen sich natürlich auch Schriftgut auf Landes- und Bundesebene und, wenn es große Bauprojekte sind, auch auf europäischer Ebene. Aber hier geht es halt heute um das kommunale amtliche Schriftgut zum Thema Bauen. Grundlage der kommunalen Überlieferungsbildung in Nordrhein-Westfalen ist das Nordrhein-Westfälische Archivgesetz. Dann gibt es bei der Stadt Köln noch die Schriftgutordnung und ein Handbuch, die Grundlage unseres Arbeitens sind. Dann gibt es eine Satzung des Historischen Archivs und das, was viele immer vergessen, auch das Strafgesetzbuch hat einen Paragraphen, der eine Handlungsgrundlage bildet, Verwahrungsbruch. Im Grunde genommen geht es in allen diesen Grundlagen darum, dass in der Verwaltung nichts weggeworfen werden darf, ohne dass das kommunale Archiv da beteiligt gewesen ist. Das hängt auch damit zusammen, dass Überlieferung eigentlich auch kein Zufall sein sollte. Dafür hat die Stadt Köln beziehungsweise das Historische Archiv der Stadt Köln sich ein Fachkonzept und ein Dokumentationsprofil erarbeitet. Da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Das Historische Archiv versteht sich als Bürgerarchiv und ist somit historisches Zentrum für alle Kölnerinnen und Kölner und der zentrale Ansprechpartner zu den Themenfeldern Geschichte, Politik, Zeitgeschehen, Wahrung von persönlichen Rechten, Familienforschung, aber genauso auch, wenn es um Bauen oder Architektur geht. Wir betreiben eine interne und externe Öffentlichkeitsarbeit mit archivpädagogischen Angeboten. Dazu gehört auch sowas wie dieser Vortrag hier. Und wir unterstützen natürlich Wissenschaft und Forschung bei allen in Frage kommenden Fragestellungen, sowie auch die städtischen Dienststellen bei der Schriftgutverwaltung, denn die produzieren ja das, was an amtlichen Schriftgut dann übernommen wird. Wichtig für eine Überlieferungsbildung ist die enge Verzahnung von archivischen Kernaufgaben, das hört sich immer so trocken an, Bewertung, Erschließung und dann die Bereitstellung für die Benutzung müssen eng verzahnt sein, denn nur wenn wir was gut bewertet übernehmen, können wir es zeitnah und schnell erschließen und im Rahmen des Archivgesetzes für die Benutzung zur Verfügung stellen. Das kann alles nur Hand in Hand gehen und die Öffentlichkeitsarbeit wird das Ganze dann publik machen, dass etwas Neues wieder zur Verfügung steht. Das setzt natürlich auch eine aktive Dienststellenbetreuung voraus, denn wenn wir da nicht wissen, wo was ansteht, was archivreif wird, werden wir dann irgendwann von den Massen überfahren und können auch nur aktiv bewerten, wenn wir halt wissen, dass da was kommt. Dann zu wichtigen Aspekten, die auch im Dokumentationsprofil drin stehen. Wichtig ist, dass wir bei der Übernahme auf Qualität setzen und nicht auf Quantität, sonst geht das gute Stück in der ganzen Masse von Schriftgut unter. Nochmal so als Größenordnung, bei dem, was uns jährlich angeboten wird, ist es nur ein Bruchteil von dem, was wir an amtlichem Schriftgut tatsächlich übernehmen. Das bewegt sich wirklich im minimalen Bereich. Wichtig ist es uns, dass bei allem, was wir tun, transparent ist, was wir da wie machen. In der Dienststelle genauso wie nach außen für die Benutzer und dass wir auch immer wieder evaluieren, was wir da machen und überprüfen, wie wir das machen. Jetzt
Jetzt gehen wir mal hin, das Ziel halt, eine auf den wesentlichen Kern hin verdichtete Überlieferung zu bekommen. Und jetzt möchte ich mal so langsam den Sprung machen zu Plan und Bau und Infrastrukturunterlagen. So steht es im Doku-Profil, das ist nochmal kurz zusammengefasst. Ich werde das jetzt mal ein bisschen erläutern. Eine Grundsicherung der Überlieferung zum städtischen Raum erfolgt in der Regel durch die kommunalen Unterlagen. Die kann man durch den Nachlass- und Sammlungsbereich ergänzen, aber die Grundsicherung erfolgt durch die in der Kommunalverwaltung entstehenden Unterlagen, die anhand der amtlichen Gebäudeunterlagen ein großes Spektrum umfasst. Am wichtigsten sind die Rats- und Ausschussunterlagen, sind die Grobplanungen für die gesamte Stadt abgedeckt, die auch Auswirkungen bis hin zum Eigenhain haben, wenn es um die Genehmigung der Bebauungspläne geht. Dazu gehört aber auch, dass der Verlauf von großen, wichtigen Bau- und Sanierungsprojekten anhand von konzentrierten Quellen gesichert wird. Und da liefern die Unterlagen der politischen Entscheidungsprozesse schon wichtige Hinweise und die allgemeinen Unterlagen der städtischen Dienststellen reichern das Ganze dann an. Wir wollen die äußere Erscheinung der Stadt und die Entwicklung von Architektur und Stadtgestaltung nachvollziehbar machen. Und das erreichen wir in der Überlieferung von amtlichen und nichtamtlichen Schriftgut zu diesem Thema. Im Dokumentationsprofil, ich zitiere jetzt nochmal, ist die Überlieferungsbildung in diesem Bereich in zwei unterschiedliche Aspekte geteilt. Der eine ist der reine architektur- und kunstgeschichtliche Bereich, den wir abdecken können. Da geht es vor allem um die Entwicklung von Bautypen und Baustilen, herausragende künstlerische, architektonische Besonderheiten und Gebäude. Aber daneben halt auch wichtig für das Leben in einer Stadt, die Entwicklung der Infrastruktur als Ausdruck dessen, wie man in einer Stadt lebt und wie sich eine Stadt entwickelt. Beide Aspekte erfordern unterschiedliche Bewertungs- und Herangehensweisen, denn im ersten Aspekt wird das Gebäude an sich erforscht, weil es als Gebäude erforschenswert ist und erst in zweiter Linie zufälligerweise in Köln steht. Bei den anderen spielen diese kulturgeschichtlichen Aspekte eine geringere Rolle. Das hört sich alles sehr abstrakt an. Das muss dann auch in den Dienststellen konkretisiert werden, zum Beispiel auf der Ebene der jeweiligen Dienststelle oder sogar bei einigen auf Sachgebietsebene werden halt entsprechende Bewertungsmodelle notwendig, die dann mit denen geschlossen werden. Denkmalschutz spielt in vielen Bereichen, im bauplanerischen Bereich, eine große Rolle. Zum einen lassen sich über diese amtlichen Bemühungen auch schon bedeutende Architektur- und kunstgeschichtliche Fragestellungen abdecken. Und der Denkmalschutz hat als Ziel halt auch das Typische des Stadtbildes abzubilden. Anhand des denkmalpflegerischen Schriftgutes lässt sich halt schon das Typische des Stadtbildes gut dokumentieren. Und stadtbildprägend ist halt ein wichtiges Stichwort für die Dokumentationsmodelle und Bewertungsmodelle. In den klassischen Ämtern sowie Bauaufsichtsamt, Amt für Brücken und U-Bahn-Bau oder der erwähnte Konservator als untere Denkmalbehörde fällt dazu zahlreiches Schriftgut an. Das sind Unmengen. Daneben gibt es aber auch noch die Eigenbetriebe und Beteiligung der Stadt Köln, wie Stadtentwässerungsbetriebe, Kliniken der Stadt Köln, wo gebaut und abgerissen wird, auch das muss man ja erwähnen. Die Unterlagen verbleiben in den Dienststellen sehr, sehr lange. Wir können eigentlich erst aktiv werden, wenn es die Gebäude nicht mehr gibt, weil dann ist eigentlich erst die entsprechende Unterlage archivreif. Wichtige Fragen für eine aussagekräftige Überlieferung sind halt, wer führt die federführende Akte? Das hört sich jetzt wirklich sehr verwaltungsmäßig an, ist aber entscheidend. Wer ist denn nämlich letztendlich der Entscheidungsträger und hat die Unterlage dazu? Dann arbeiten viele Dienststellen eng zusammen. Dann ist es wichtig herauszufinden,
Gibt es Doppelüberlieferungen und wo ist dann die aussagekräftigste Unterlage? Und dann nimmt man die aussagekräftigsten Unterlagen und nicht die, die in doppelter und dreifacher Form dann vorstehen. Wie gesagt, archivreich werden alle diese Unterlagen erst, wenn die entsprechende Planung, Vorgaben bzw. Gebäude nicht mehr gibt. Das heißt, die sind sehr, sehr lange in den Dienststellen und das macht aber auch die Bewertung einfacher. Was wollen wir denn? Wir wollen Gesamtübersichten, Ansichten, keine planerischen Details, aber auch wichtig ist das Zusammenspiel von Akten und Planunterlagen. Wichtig, egal ob analog oder digital, dass diese Verzahnung bestehen bleibt. Und natürlich ist eine aggregierte, also eine sehr konzentrierte Überlieferung einer großen Bandbreite vorzuziehen. Und es ist tatsächlich, wie schon erwähnt, nicht alles archivwürdig, was archivfrei führt. Es ist in der Regel nur ein kleiner Teil. Und der Archivar hat halt die Entscheidung zu treffen, was aufgehoben wird und was vernichtet wird. Und nicht jedes Gebäude, was in Köln steht, muss tatsächlich letztendlich im Archiv überliefert sein. Wichtig ist tatsächlich das typische oder auch besondere Gebäude. Da fallen viele städtische Gebäude schon drunter, weil sie halt wichtig für das Leben in der Stadt sind. Schulgebäude, das klingt alles so banal, aber das sind ja alles kommunale städtische Gebäude. Viele Sporthallen sind da abgebildet, aber auch die Stadtentwässerungsbetriebe hat viele technische Gebäude, wo man sich fragt, kann ich damit überhaupt was anfangen? Aber auch das sind spezifische Fachbauten, die genauso überlieferungswert sind wie ein Theaterbau oder das Gebäude des historischen Archivs, das jetzt neu entsteht. Dessen Unterlagen aber allerdings auch dann erst tatsächlich ins Archiv kommen, wenn wir in 100, 150 Jahren vielleicht dann tatsächlich nochmal einen Neubau bekommen oder angebaut wird. Also solche Dimensionen muss man sich halt darüber mal klar machen. Es gibt vielfältige Bestände zur Architektur und Bauen. Ich erwähne nur mal die städtische Plankammer vorneweg. Da findet sich vieles drin. Da sind auch Gebäudeunterlagen, Straßen, Kanäle, solche Sachen abgelegt. Man hat sich Ende der 50er Jahre dann entschieden, diese reine Selektbildung aufzugeben und nach Dienststellen über Bestände zu bilden. Deswegen, es gibt für das Hochbauamt zwei Bestände, wo sich halt auch viele Bauunterlagen finden und wo halt gleich auch einige Böhm-Sachen zu sehen sind. Was zu sehen sind, einmal vor 1945, der hat die Bestandsnummer 7104, wer das online nachgucken will, und ACC 1752 für nach 1945. Man kann dort ähnliche Gebäude finden zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So, jetzt nach dem vielen Trockenen vorneweg kommen wir endlich zu Böhm im Archiv. Das, wenn man mal unsere Archivdatenbank, unsere Software nach Architekt und Böhm abfragt, kriegt man mehrere Sachen. Neben der bekannten Architektenfamilie Böhm tauchen noch andere auf, die zwischen 1911 und 1941 in Sürth-Godow und Porz Einfamilienhäuser und Häuser gebaut haben. Unsere Abteilung Biografische Forschung hat mal versucht, Lebensdaten zumindest von den Herren raus. Also bei A. und O. gehen wir einfach bei der Zeit, der frühen Zeit davon aus, dass es auch Herren gewesen sind. Aber das war leider nicht zu ermitteln. Und ob sie sich einfach selbst Architekt genannt haben oder einfach ein Bauunternehmer waren, der sich Architekt genannt haben, das lässt sich dann ohne nähere Angaben leider auch nicht nachvollziehen. Das ist aber relativ viel. Zu Dominikus und Gottfried Böhm taucht in der amtlichen Überlieferung auch einiges auf. Da werde ich hauptsächlich den Fokus auf Gottfried Böhm mit einigen Beispielen legen. Jetzt kommen wir ganz viel, was die A. und Walter Böhm und O. Böhm da gebaut haben. Alles in derselben Ecke ungefähr. Unterschiedlichste Bauherren. So, und jetzt sind wir bei den Projekten von Gottfried Böhm. Das Bezirksrathaus Kalk ist das erste, was ich gerne vorgestellt hätte. Die Unterlagen aus dem Hochbauamt sind vom
Einsturz betroffen und leider Gottes im Moment noch nicht identifiziert und somit nicht zugänglich. Ich bin vielleicht in den nächsten, wir wissen ja immer nicht, es kann morgen sein, es kann aber auch erst in 10 Jahren sein, bis das identifiziert ist, aber ich bin da frohen Mutes, dass wir das irgendwann tun. Dann habe ich was Frühes aus den frühen 60er Jahren aus dem Hochbauamt. Da gab es einen Ideenwettbewerb für das alte Rathaus, wie man das an die modernen Gegebenheiten anpasst. Und da hat Gottfried Böhm einen kurzen Erläuterungsbericht geschrieben. Das überspringe ich jetzt mal. Das war nämlich die Aufforderung, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre doch auch die Architekten am Wiederaufbau und der Neugestaltung Kölns zu beteiligen, weil die Stadtverwaltung dann doch relativ profan baue. Das sieht jetzt auch nicht spektakulärer aus, was jetzt Gottfried Böhm dazu geliefert hat zum Wiederaufbau. Das sind die 2 Seiten Text, wo er detailliert sagt, was er gerne hätte. Er hätte gerne den Ratssaal erweitert, eine Tiefgarage hat er auch vorgesehen. Aber eigentlich war es so Bauen im Bestand. Dann hat Folgen, die habe ich jetzt nicht fotografiert, mehrere Seiten Statik und technische Berechnungen. Und dann zum Schluss 2 kurze Grundrisse zur Erläuterung. Wie das im Hochbauamt aufgenommen wurde, lässt sich leider nicht feststellen, weil es kein weiteres Schriftgut dazu gibt. Es ist lediglich bei uns überliefert, dieser kurze Erläuterungsbericht. Dann hat sich Gottfried Böhm auch an der Domumgebung beteiligt. Die Domumgebung ist ja seit dem Mittelalter, also eigentlich seit Ende des Mittelalters und mit dem Beginn des Wiederaufbaus des Domes ein ständiges stadtplanerisches Thema bis heute. Manches kommt auch immer wieder. Im Mittelalter war der Dom eng umbaut und mit Fertigstellung des Domes hat man den halt freigestellt, damit dieses würdige Gebäude majestätisch über dem Rhein thronen kann. Das sind so die Schlagworte, die dann da so Thema waren. Dann hatte man den halt schön freigestellt, aber dann war er zunächst ja vom Verkehr sehr umflossen, also wie so eine Insel inmitten des Verkehrs. Durch die Zerstörung des Zweiten Weltkrieges war halt auch vieles kaputt und man hatte zunächst gedacht, man könne mal was Neues machen und hatte sich überlegt, den Hauptbahnhof zu verlegen, ein Thema, das ja auch immer mal wieder auftaucht. Hat dann aber das hochgerechnet, was das kosten würde und dass man das 100 Jahre abzahlen würde und hat sich entschieden, da ist Wohnraum dann doch besser. Also 1956 wurde ein Wettbewerb zur Gestaltung der Domumgebung veranstaltet. Die Ratsmitglieder haben sich das auch angeguckt und haben beschlossen, nichts davon soll realisiert werden. Stattdessen hat man einzelne Projekte angegangen und eines davon ist die Verlegung der Straßenbahn halt unter die Erde. Das war dann halt ein Anlass für eine Neuordnung der Domumgebung, um das halt wieder in das Stadtgefüge zu integrieren. Und auch Gottfried Böhm hat, ich habe jetzt hier nochmal zur Verdeutlichung, die
2000 nach dem Sohn schon mal umgestaltet worden. Jetzt ist das Ganze in der zweiten Bauphase mit der Umgestaltung der Domumgebung. Das Thema Verlegung des Hauptbahnhofs ist auch wieder aufgetaucht. Es sind Themen, die irgendwie seit der Fertigstellung des Domes zu diesem Thema immer wieder auftauchen. Und das Ganze ist bis heute eine stadtplanerische Herausforderung, diese Umgebung irgendwie in dieses Stadtgefüge einzubinden. Das sollte nach Böhm der erste Bauabschnitt sein. Und Anforderungen gar nicht genügen. Kindergärten haben heute Schlafräume, Pausenräume, sowas ist da gar nicht vorgesehen. Ne? Dieser Ganztagsbetrieb, das hätte den heutigen Anforderungen, jedenfalls ohne es baulich zu verändern, gar nicht genügt. So kann man an einem Gebäude auch sehen, wie sich halt Anforderungen an Gebäude halt auch ändern. Dann als letztes noch den Ausbau eines historischen Gebäudes in Port Zündorf.
in der Regel eine lange Planungszeit hat. Die Ort sollte eingemeindet werden, man wollte das halt auf den Weg gebracht haben, bevor halt 1975 die Stadt Borz Teil der Stadt Köln gewesen ist. Gottfried Brühm wurde mit dem Innenausbau des Turmes und des Herrenhauses beauftragt. Im Herrenhaus sollte ein Restaurant untergebracht werden, das ist da vom Herrenhaus. Nichts mehr groß verändert. Abschließend wollte ich noch sagen, dass natürlich amtliche Unterlagen zum Themenkomplex Bauen, Stadtplanung, Architektur vielfältig sind und vielfältige Möglichkeiten zur Auswertung bieten, dass ich auch anhand der amtlichen Unterlagen Veränderungen im Stil und Schönheitsempfinden sowie dem Repräsentationsbedürfnis nachverfolgen lassen. Und in Verbindung mit anderen kommunalen Quellen, zum Beispiel Einwohnermeldeunterlagen oder Adressbüchern, kann man natürlich eine gute Vorstellung von den Bewohnern haben, bis hin zur sozialen Zusammensetzung einzelner Wohngegenden. Natürlich lässt sich anhand der amtlichen Überlieferung auch nachvollziehen, welche Architekten haben was wie in Köln gebaut, ob sie stadtbildprägend waren und ob sie halt bedeutenden Einfluss auf das Stadtbild genommen haben. Auch die nach dem kurzen Einblick in die städtischen Bauthemen, den sie bekommen haben, kann man auch sagen, dass die Architektenfamilie Böhm einen nicht unerheblichen Anteil an dem Baugeschehen in der Stadt hat, das sich auch in den Ausschuss- und Ratsunterlagen widerspiegelt oder auch in den Korrespondenzen der Beigeordneten, wo immer mal wieder mit einzelnen Mitgliedern der Familie Böhm zu architektonischen Themen korrespondiert wurde. Aber da wird Ihnen sicherlich meine Kollegin Frau Wollenweber gleich noch einiges mehr zu sagen. Vielen Dank.